Herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Hard Gold Part. Ja, ich bin gerade hier zurückgerannt zu der Route vor der nächsten Stadt. Und zwar war die Stadt Dukatia City, genau. Und ich bin jetzt hier auf Route 34. Ich sagte zwar, dass ich so ein bisschen zurückrennen werde, um nach einem speziellen Baum zu suchen, weil da unser nächstes Teammitglied ist. Aber nein! Da ist nicht unser nächstes Teammitglied. Ich habe nochmal die letzten zwei Teammitglieder ja nochmal ausgewechselt, sage ich mal. Also, ich hatte vor, Tanzel ins Team zu nehmen und dazu hätten wir einen speziellen Baum suchen müssen. Aber dann habe ich nochmal nachgeschaut und habe mich dann doch für ein anderes Pokémon entschieden. Und das sechste Teammitglied, was auch noch kommt, da habe ich mich dann auch nochmal umentschieden. Aber es kommt später noch. Genau. Und unser fünftes Teammitglied, das können wir hier auf der Route 34 fangen. Dazu muss ich natürlich erstmal schauen, ob auch das richtige Pokémon hier kommt. Ja, genau. Darf ich vorstellen, unser nächstes Teammitglied, Traumato. Genau. Ja, wie gesagt, eigentlich hatte ich vorgehabt, Tanze und dann halt später Forstelka ins Team zu nehmen. Aber ja, ich habe mich dann halt nochmal umentschieden, weil ich damit doch nicht so sehr zufrieden war. Genau. Und ich denke mal, Traumato passt auch ganz gut ins Team. Ich werde hier erstmal Aquaknarre einsetzen und dieses Pokémon erstmal so ein bisschen schwächen. Okay, das zieht sehr, sehr wenig ab. Sehr, sehr wenig. Okay, dann machen wir trotzdem mal weiter. Weil Traumato macht halt auch bei meinem Quapple nicht so viel Schaden. Das ist ja auch sehr, sehr gut. Dann mal einfach mal weitermachen. Genau. Pfund, wie viel zieht Pfund ab? Auch nicht so viel. Sehr, sehr gut. Dann immer schön weitermachen. Ruhig im roten Bereich. Und dann sehen wir mal weiter. Genau. Aber unser letztes Teammitglied, das wartet auch nicht mehr so lange. Gut, eigentlich ging es daneben. Also wie gesagt, das wartet auch nicht mehr lange. Also auch nur ein paar Routen. Wow, das war ein Volltreffer und sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Genau. Unser eigentlich letztes Teammitglied, also was ich eigentlich vorhatte, was wir haben wollten, das dauert glaube ich noch ein bisschen. Darum habe ich mich da auch nochmal so ein bisschen umentschieden und ja. Und wir können diese Pokémon, die ich eigentlich hier jetzt genommen hätte, auch vielleicht dann mal woanders nehmen, in einem anderen Pokémon-Spiel. Genau. So. Ja, ich habe mich da ja auch im letzten Part mit den Routen so ein bisschen geirrt. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nochmal das Team geändert habe. Weil ich auch bei der Pokémon-Suche damit gerechnet habe, dass das Spiel erst bei Route 40 beginnt. Aber das Spiel beginnt ja bei Route 30. Und so, ja, somit habe ich das nochmal ein bisschen umgeplant, weil ich dann gesehen habe, ach, das Pokémon, das treffen wir doch noch rechtzeitig und so weiter und so fort. Genau. So, Traumato schläft und ist im roten Bereich. Da hat es keine Chance zu flüchten. Und es wurde gefangen. Genau. So, vom Typ Psycho und entwickelt sich später zu Hypno. So, ich möchte es natürlich auch einen Spitznamen geben. Und ich nenne dich, mein liebes Traumato, Joker. Genau. Joker, Hypnose und Joker passt ja zusammen, denke ich mal. Und daher, genau. Aber erstmal ist Joker auf unserem PC, den müssen wir jetzt immer gleich abholen. Machen wir am besten auch gleich hier in Dukatia City. So, wo ist denn hier das Pokécenter? Da ist das Pokécenter, dann gehen wir mal dahin. Annette ruft gerade an, aber nee, bin gerade nicht am Telefon. So, ich heile schnell nochmal meine Pokémon und dann lege ich einen Vollsklaven ab und ja, nehme Joker ins Team. Joker müssen wir natürlich dann noch mal ein bisschen trainieren, aber er ist sowieso jetzt hier auf Level 12, daher passt das ja eigentlich. So, dann gehen wir mal kurz hier in den PC hier rein und holen uns Joker. So, ach, hier wird das Team gleich angezeigt, sehr, sehr schön. Da kommt Ratzfratz jetzt hier raus. So, Kleinstein bewege ich mal nach hier hinten, genau. So, und dann geht es hier wieder raus. Und dann werden wir jetzt hier Dukatia City erkunden.
Professor Eich soll vor langer Zeit mal Forschungsergebnisse veröffentlicht haben, laut denen es 151 verschiedene Pokémon geben sollte. Doch danach fand man überall im Land neue Pokémon und bald schon stieg die Zahl der bekannten Arten auf 493 an. Soll ich dir was sagen? Heutzutage gibt es noch viel mehr Pokémon. Genau. Jedes Pokémon hat seine Schwächen und Stärken und Schwächen, egal wie hoch sein Level ist. So etwas wie ein allmächtiges Pokémon gibt es deshalb auch nicht. Ja, vielleicht. Du weißt ja, dass man im Kolosseum über uns Linkkämpfer austragen kann, oder? Die Zahl, wie oft du an solchen Kämpfen teilgenommen hast und die Abschlussbewertungen dieser Kämpfe werden auf der Rückseite deines Trainerpasses festgehalten. Cool. Ja, da oben halt. Und dann geht es hier wieder raus. Dukatia City haben ja schon so ein bisschen gesehen. Scheint eine sehr, sehr große Stadt zu sein. Und ich freue mich darauf, die wirklich jetzt hier zu erkunden. Die scheint wirklich sehr, sehr groß zu sein. Okay. Der Radioturm ist das Wahrzeichen von Dukatia City. Es soll möglich sein, sich dort seinen Pokécom zum Radio aufrüsten zu lassen. Cool. Na gut, dann gehen wir mal hier rein in dieses Hochhaus. Ah, das scheint hier so eine Art Kaufhaus zu sein, richtig? Keine Ahnung. Einen schönen guten Tag. Du musst Dennis sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Tanigabären. Stimmt, hat ja unsere Mutter hier angerufen und gesagt, ja, hier ist ein Paket. Komm bald wieder. Okay. Was gibt es hier? Willkommen im Kaufhaus von Dukatia City. Ja, es ist hier wirklich ein Kaufhaus. Interessant. Das Kaufhaus von Dukatia City hat ein sehr breit gefächertes Sortiment. Aber einige Items erhält man nur als Preis in der Spielhalle in der Stadt. Tja. Mama ist eine echte Schnäppchen-Negerin. Sie besorgt mir meine Items immer zu etwas günstigeren Preisen. Dann mal ans Werk. Ich habe vor, heute das halbe Kaufhaus leer zu kaufen. Ja. Dann gehen wir mal hier hoch. Das ist, denke ich mal, genauso wie in Schleide. Oder so ähnlich zumindest. Also wie in Pokémon Platin Schleide. Das Kaufhaus. Sowas gibt's denn hier? Hier gibt es Tränke, super. Hier war Tränke sogar auch schon. Interessant. 1200, oh mein Gott. Beleber kann man hier schon kaufen, aber alles noch zu teuer. Hyperheiler. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Dann mal hier mal schauen. Pokéball, Superball, Hyperball, Fluchtseil, Poké, Schutz. Topschutz gibt es hier sogar auch schon. Ja, ich nehme mir mal ein paar Topschutze mit. Und zwar 5 Stück. Mehr kann ich jetzt auch nicht kaufen. Dann bin ich jetzt hier pleite. Noch einige Briefe. Interessant. Ich hoffe mal, es war jetzt kein Fehler, die Topschutze zu kaufen, aber naja. Sonst kehren wir irgendwann mal wieder hier zurück, falls wir hier noch was kaufen wollen. Die Frauen im Kaufhaus begrüßen so ein kleines Kind wie mich. Das nenne ich mal Professionalität. Ich habe meinen Abra in der Spielhalle gewonnen und jetzt ist es mein bester Kumpel. So kann es kommen. Wenn man hier so durch das Kaufhaus schlendert, merkt man eben doch, dass Dukatia City eine echte Großstadt ist. Dieses Angebot ist einfach unschlagbar. Ja, kann sein. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. So, was gibt's denn hier? Ah, die Spezial-Items. Interessant. Ja, brauchen wir aber nicht. Die brauchen wir aber nicht. Können wir sowieso nicht kaufen. Kein Geld. Ich bin so ungeduldig, dass ich in einem Pokémon-Kampf immer gleich X-Tempo einsetze. Ich höre damit die Initiative meines Pokémon. Okay. Hey, setz doch im Kampf öfters mal X-Spezial ein. Das ist einfach toll. Es verstärkt den Spezialangriff deines Pokémon. Nö. Dann nehme ich lieber irgendwelche Attacken, die den Spezialangriff erhöhen. So, kaufen. Hier. Ach, hier gibt es diese Drogen, Protein, Eisen, Calcium, Zink, Carbon und KP+. Okay, aber bei Drogen, naja, ich bin nicht so ein Drogen-Junkie. Ich bombe mein Team mit Protein voll, weil ich auf starke Pokémon stehe und es ihren Angriffswert steigert. Mit Eisen kannst du die Verteidigung deiner Pokémon verstärken. Alles Drogen, nee. Es gibt auch einige Pokémon, die sich erst nach einem Tausch entwickeln. Ich kenne 4. Marshock, Kadabra, Alpollo und Georock. Und das sind alle Pokémon, die ich gerne ins Team aufgenommen hätte, aber ich nicht kann, weil sie sich nur wegen Tausch entwickeln. Ja! Ja, wirklich! Bei jedem Einzelnen habe ich mir so gedacht, ah, wie wär's denn? Es wäre so schön, wenn ich die ins Team aufnehme, aber... Das
letzte Entwicklungsstufe nur durch einen Tausch. Das finde ich richtig bekloppt. Aber es soll wohl noch weitere geben. Ja, stimmt, das stimmt. Finde ich sowas von scheiße. Ganz einfach. Das sag ich einfach mal so. So, ach, hier gibt es TNs. Was sind denn? Ein flackerndes Licht reduziert die Genauigkeit. Ah, das ist hier Blitz. Sehr, sehr gut, dass man noch Blitz kaufen kann, falls wir Flytrap Blitz verlernen lassen. Garantierter Schutz in der Runde, in der die... Ah, irgendwie Scanner oder Schutzschild. Eine zurückhaltende Attacke, die... Das ist hier Ausdauer. Bärenkräfte oder so, glaube ich. Lichtschild. Reflektor. Gibt's hier noch? Sonnenstrahl. Das könnte hier Feuersturm oder so sein. Oder irgendwie. Naja, weiß ich jetzt nicht, was das für eine Attacke ist. Steht leider auch nicht da, weil ich halt das Geld dafür nicht habe. Ja, das dürfte Feuersturm sein. Genau. Und das da weiß ich jetzt nicht. Donnerschlag, ja, könnte auch Donner sein. So, Blizzard. Und das dürfte Hyperstrahl sein. Genau, das ist Hyperstrahl. Er konnte fast jede Attacke identifizieren. Und hier jetzt hier noch. Oh, wie süß. Du solltest ihm gute TM-Attacken beibringen. Ja, hab keine. Ein Pokémon, das du im Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt nämlich die Gefühle des Originaltrainers wieder. Sonntags kommt eine Dame, um nach dem Pokémon zu sehen. Sie verteilt manchmal sogar DM. Sonntags. Heute ist Sonntag, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Interessant. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Traumato? Möchtest du es gegen Marshallow tauschen? Ich habe zwar ein Traumato, aber ich brauche kein Marshallow. Möchte es also nicht tauschen. Schade. Denn es ist unser Traumato. Genau, unser Joker. Dann ist das hier die letzte Ebene, so wie es aussieht. Losecke, das... Ah, man kann hier Lose kaufen, aber ich habe kein Geld. Ich habe überhaupt kein Geld. Ja, nein, nein, ich will die andere Frau da sprechen. Nein, 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 nein. Ich möchte hier die andere Frau sprechen. So, hier, die hier. Das sind die Preise für Sonntag. Erster Preis TM2. Zweiter Preis Luxusball. Dritter Preis Bäre. Ja, ich habe aber kein Geld. Hörst du auch so gerne Radio wie ich? Was ist deine Lieblingssendung? Meine ist Passwort mit Buena. Wenn sie das Passwort bekannt gibt, notiere ich es mir immer sofort auf. Weil ich sonst es vergessen würde. Deshalb ist mein Pokécom auch überall vollgekritzelt. Interessant. Wenn man erschöpft ist, geht nichts über ein Getränk aus den Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Ich habe kein Geld. Ah! Das ist schrecklich, im Pokémon kein Geld zu haben. Wirklich. Na gut, dann gehen wir wieder aus dem Kaufhaus. Man sollte nicht ins Kaufhaus ohne Geld gehen. Oh shit. Moment, ich gehe nochmal kurz raus. Grafikbug. Jetzt nicht mehr. So, ich möchte bitte nach ganz, ganz unten. Ah, es gibt auch ein Untergeschoss. Interessant. Dann gehen wir natürlich erstmal ins Untergeschoss. Weil da waren wir natürlich noch nicht. Genau. Dukatia City ist wirklich sehr, sehr groß. Kunden ist der Zutritt in diesem Bereich nicht erlaubt. Pech. Ich gehe trotzdem rein. Moment. Weil hier ist es trotzdem so ein bisschen... Soll ich hier schon hingehen? Ich weiß es nicht. Was ist das da für ein Typ da unten? Gut so, Maschak. Setz den Container da drüben ab. Dank unserer Maschak ist das Lagerhaus ruckzuck aufgeräumt. Das Zeug am Boden ist Schrott. Greif ruhig zu, wenn du möchtest. Eigentlich ist es für Leute wie mich hier verboten, aber die lassen mich trotzdem rein, also... Ja, und dann hole ich noch hier dieses Schrottzeugs ab. Schrottzeugs, ja. Hyperball, Schrottzeugs, ja, ist klar. Gut so, Maschak, setz den Container da drüben ab. Dankeschön. Dann komme ich da an das Item ran. Dass man hier einfach so hin kann, ist natürlich auch nicht schlecht. So, Ether. Und dann hier noch das andere Maschak. Ja, aber das andere Maschak. Das soll ich hier noch absetzen. Eben hat mich jemand angerufen, aber keine Ahnung wer. So, dann hier hinten noch das Item. Ein Feuerheiler. Dann geht es wieder hoch. Interessant hier das Lagerhaus.
Danke, liebe Marschalls, dass ich daran kam. Danke, liebe Lagerarbeiter, dass ihr mich hier reingelassen habt. Da komme ich nicht hin. Na gut, ist auch nicht so schlimm. So, dann geht es wieder ins Erdgeschoss. Genau. Ins Erdgeschoss. War kein Wunder, dass ich hier nicht gleich hinkam, weil man hier nur über einen Aufzug ins Lager, in den Lagerkeller reinkommt. Ja, interessant. So, jetzt geht es hier draußen weiter. Wir haben ja hier noch einiges zu erkunden. Was ist denn das hier? Spielhalle von Ducatia City. Soll ich da reingehen? Ich habe ja kein Geld. Aber trotzdem ist es sehr interessant. Mein Name ist Herr von Zack. Juckt es dich nicht auch in den Fingern, wenn du jemanden beim Münzspiel zusiehst? Ich glaube, darin steckt der eigentliche Sinn des Lebens. Aber du scheinst einem Spielchen auch nicht abgeneigt zu sein, nicht wahr? Beim Münzspiel brauchst du nichts weiter tun, als Münzen zu sammeln, wofür du im Gegenzug wunderbare Preise erhältst. Möchtest du dich beim Münzspiel versuchen? Ja. Prima, hier nimm diesen Münzkorb von mir. Dankeschön. Dann probieren wir es mal aus. Dann zeige mir, was du so kannst. Okay, und was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Zeige mir, was du im Münzspiel so drauf hast. Oder muss ich hier? Ja, ich glaube mal, ich muss hier hin. Dann zeige mir mal, was du im Münzspiel so drauf hast. Spielregeln, Spielregeln. Erstmal, wie man spielt. Bei Voltofalle deckst du Tafeln auf, um den Zahlenwert auf ihnen in Form von Münzen ausgezahlt zu bekommen. Unter jeder Tafel verbirgt sich entweder eine Ziffer zwischen 1 und 3 oder ein Voltoball. Die Zahl, die sich unter deiner ersten Tafel versteckt, wird zunächst einfach zu deinem Münzkonto hinzugezahlt. Ab der zweiten Tafel wird der Wert der bis dahin von dir erbeuteten Münzen mit dem der aufgedeckten Zahl multipliziert. Findest du also eine 2, verdoppelt sich die Anzahl der Münzen, während er sich bei 3 verdreifacht. Deckst du dagegen ein Voltoball auf, ist das Spiel vorbei und du verlierst alle Münzen, die du auf dieser Partie gesammelt hast. Über das Feldende kannst du jederzeit aus dem Spiel aussteigen, wenn es dir zu heiß wird. Sollte es dir gelingen, alle versteckten Zahlen aufzudecken, hast du gewonnen. Geht das Spiel zu deinem Gunsten aus, steigt dadurch außerdem auch der Schwierigkeitsgrad der nächsten Partie. Je höher der Schwierigkeitsgrad einer Partie ist, desto mehr Münzen kannst du in ihr erbeuten. Also leg dich ins Zeug! So, Tipps. Die Ziffern am Ende der Zahlenreihen geben die Quersumme der Zahlen an, die sich unter allen Tafeln einer Reihe verbergen. Je höher die Quersumme ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch viele hohe Zahlen unter der Tafel stecken, unter den Tafeln stecken. Die zweite Ziffer gibt außerdem an, wie viele Voltoballs sich in einer Reihe versteckt halten. Denke also gut nach, bevor du eine Tafel aufdeckst. Interessant. Über Notizen? Wähle Notiz setzen, um Markierungen auf dem Spielfeld zu hinterlassen. Hierfür steht dir eine Reihe von Symbolen zur Verfügung, die entweder die Zahlen 1 bis 3 oder Voltoball darstellen. Wenn du bereits ahnst, was sich unter einer bestimmten Tafel verbirgt, wähle Notiz setzen und markiere sie per Touchpad. Möchtest du eine Markierung wieder löschen, berühre sie einfach ein zweites Mal und sie verschwindet. Interessant, dann spielen wir das mal. Ja, ich möchte Voltofalle 1 spielen. Interessant. So. Ah, hier in der Reihe ist auf jeden Fall schon mal kein Voltoball. Also ich kann hier eigentlich jede Zahl hier aufdecken. So, Nummer 1, Nummer, so, jeweils nur 1, okay. Eine Münze haben wir momentan. Dann hier in der Reihe ist noch keins. Dann, yay, 2. Aber sonst auch nur 1er. Okay. Dann hier in der Reihe ist hier noch irgendwas. Ah, shit. Schade, du gehst leer aus. Interessant. Oder gibt es da noch irgendwie was anderes? Ja, ich spiele ruhig nochmal. Ich spiele ruhig nochmal. So, in der Reihe sind keine Voltoballs. Ah, das war's dann aber auch schon. Oh, shit. Dann spiele ich erstmal hier die ein. Eine Münze haben wir schon mal. Dann spiele ich mal da und decke ich mal hier alles auf. 2 Münzen, yay! So, denn hier ist noch, scheint noch was ganz Gutes zu sein. So, 3, wow! 6 Münzen haben wir, 6 Münzen haben wir. So, da hat nur 3, ja. Hier sind dann nochmal hier noch was. 1. Sie, warte, ich ziehe jetzt den Kürzeren und sammle insgesamt 6 Münzen. So. Das war mir jetzt doch schon irgendwie zu gefährlich.
Ja, wir spielen ruhig noch einmal. Einmal geht noch, einmal muss noch. Achte, boah, 7. Dafür keine Reihe mit 0. Nee, Moment, hier die Reihe ist mit 0 und da 0 wollte bald. Okay, dann machen wir natürlich erstmal diese Reihe da fertig. So, und diese Reihe. Wow, 3. Und jeweils nur 1, okay. Dann gehe ich mal hier hin. 1. Hier. Shit. Ein Volteball. Ein Volteball. Na gut, dann war's das jetzt hiermit auch. Und auch mit dem Casino. Obwohl, hier gibt es noch 2 Leute, mit denen ich reden kann. Dann mache ich das jetzt hier noch ganz schnell am Ende des Parts. Hier kannst du die Münzen, die du im Spiel gesammelt hast, gegen Pokémon deiner Wahl eintauschen. Nein. 2100 Münzen, das ist schon eine ganze Menge. Gegen Preise deiner Wahl aus. TM, Delegator-Schwerter, Flammenwurf, Heilstrahl, Donnerblitz, 10.000 Münzen. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Und ich habe nur 6 Münzen. Oh mein Gott. Na gut, also hier gibt es wirklich einiges zusammen. Aber naja, ist nicht so richtig was fürs Let's Play. Darum sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir Ducatia City weiterhin erkunden. Bis dahin, viel Spaß euch noch, schalt wieder ein und bye bye.